Moment, hier ist sogar mein Partner mal ganz gut, weil dann kann man nämlich da einfach so durchrasen. Zumindest so ein bisschen. Ich glaube, das war eigentlich nicht so gedacht, aber egal. Der Zauberspiegel. So. Sieht's aus. Oh. Dann sind wir mit dem Bereich auch fertig. Das heißt, Zeit für den nächsten Boss. Dann nehme ich für Gämpfen. Einfach durchrasen. Das ist auch ein sehr witziger Kampf. Wir spielen ein RPG. Ein Schleim taucht auf. Der Schleim greift zuerst an. Der Schleim greift an. Kirby schützt sich. Kirby und seine Freunde greifen an. Der Schleim nimmt 25 Schaden. Der Schleim wirkt überrascht. Kirby und seine Freunde greifen an. Der Schleim nimmt 29 Schaden. Der Schleim greift an. Wheelie nimmt Schaden. Kirby und seine Freunde greifen an. Der Schleim ist besiegt. Ein Hampelmann taucht auf. Kirby und seine Freunde greifen an. Der Hampelmann nimmt 40 Schaden. Der Hampelmann fängt an zu tanzen. Kirby und sein Freund greifen an. Der Hampelmann nimmt 40 Schaden. Der Hampelmann spielt sich auf. Erfolglos. Der Hampelmann ist besiegt. Ein Zauberer taucht auf. Der Zauberer nimmt 40 Schaden. Der Zauberer wirkt einen Feuerzauber. Wheelie nimmt Schaden. Zauberer nimmt 40 Schaden. Zauberer wirkt einen Schutzzauber. Naja, nimmt weniger Schaden jetzt auf jeden Fall. Zauberer nimmt 10 Schaden. Zauberer greift an. Kirby schützt sich. Der Zauberer ist besiegt. Kirby und sein Freund besiegen alle Gegner. Du erhältst 157 Erfahrungspunkte. Toll, oder? Deine Rundheit steigt um 1. Die Kühnheit deines Blickes steigt um 4. Dein Heldenmut steigt um 2. Deine Geschmeidigkeit steigt um 4. Deine Freundlichkeit steigt um 3. Deine Freundschaft steigt um 1. Das ist so witzig einfach. Wir haben das RPG besiegt. Ja. Das ist einfach das Nier Text Adventure. Nur im Besser. Ja, so gesehen hat Wheelie eigentlich nichts gemacht, sondern einfach nur daneben gesessen und zugeguckt, wie so ein Sack. So, war hier nicht nochmal irgendwo was versteckt? Warte mal. Wäre zumindest der Speicherpunkt. Wir sind hier am Turm. Fun Fact, den kann man einfach überspringen, indem man einfach hier weiter reingeht. Aber, da wir ja alle Schätze sammeln wollen, werden wir es nicht einfach überspringen. So. Mal den Schirm. Stört mich einfach so ungemein, dass er ständig beim Boxen die Gegner greift und dann erstmal im Moment nichts machen kann, weil er sich denkt, was mache ich jetzt damit? So, hier kann ich auch einfach durchgehen. Fast. Dann halt nicht. Dann nehme ich mir halt das hier. So. Was? Die Fähigkeit gar nicht mal so doof. Ich glaube, Schirm wäre aber genauso gut gewesen zum Abblocken einfach. Horn des Einhorns. Wo bin ich? Okay, mittendrin irgendwo. Das heißt, ich bin wie immer erst in die falsche Richtung gegangen. Aua. Ich gehe hier nämlich immer erst in die falsche Richtung. Aber wir holen eh alles irgendwann. Von daher ist es eh egal. Oh ne, Moment, das war scheiße. Jetzt komme ich an den Schatz da oben nicht mehr dran. Ja. Moment.
Okay. Heißt, wir müssen ihn besiegen, ohne das Ding da in der Mitte kaputt zu machen. Ja, ich würde sagen, Willy, do your thing. Du schaffst das. Nice. So, so kommen wir auch an den Schatz dran. Das Drei-Sterne-Zepter. Okay. Das ist zumindest das Richtige. So. Bonkers, du darfst auch was tun. Weil ich einfach nichts tun kann. Das ist schon irgendwie witzig. So. Da bräuchte ich, genau, einmal das Jojo. Um sowas zu machen? Sowas zu machen. Die krassen Tricks. Einmal eine Porzellanschüssel. Nee, da möchte ich nicht lang gehen. Ich glaube, das würde ich nicht überleben. Kann ich hier unten noch was finden? Oh ja. Ach so. Ja gut. So wäre ich da auch dran gekommen. Nein, Bonkers, nicht durch die Stacheln. Hier muss man auch ein bisschen aufpassen. Nicht zu hoch springen. So wie Bonkers es macht. Aber auch nicht zu niedrig. So. Eine Pharao-Maske. Das Problem mit den NPCs sind leider, die sind sehr dumm. Also wirklich sehr, sehr dumm. Das als KI zu bezeichnen, wäre eigentlich schon eine Beleidigung für eine KI. Ah, was ist das hier? Okay. Jan Bonk. Ja. Bonk, das wird einfach unser Jan Bonk. Das wäre gar nicht mal so, gar kein schlechtes Motiv. Weil er mit dem Hammer auf jeden Fall ein gutes Bonk hat. Hier haben sie übrigens die schönste Fähigkeit des Spiels. Schlaf. Die macht, dass man einfach einschläft. Mr. Saturn! Ah, da kam das Spiel sogar erst nach Earthbound raus. Oder gab es Mr. Saturn auch schon in Earthbound, also in Mother 1? Ja. Das passiert übrigens, wenn man die Schlaffähigkeit hier erwischt. Dann schläft man ein und wird vom Wind weggetragen. Okay, ist wirklich aus Mother 2. Wie gesagt, dann muss Kirby wahrscheinlich auch wirklich erst nach Mother 2 rausgekommen sein. So, nehmen wir uns mal den Stein mal mit, damit wir auch was haben. Haben wir hier ein paar coole Statuen, die wir machen können? Immer noch die schönste Statue von allen. Die haben damals mich als Model genommen. Ihr wisst schon, mein damaliges fünfjähriges Ich. Jan Saido Chesto. Moment, ihr wolltet Chesto? Gib mir gleich nur ein paar Gegner, dann zeige ich euch ein bisschen Chesto. Oh, oder direkt einen Schatz. Eine Rüstung. Wie sieht es aktuell aus? Ja. Es geht gut voran. Und unten ging es weiter, aber hier geht es auch noch weiter. Ich denke, dass ich nur unten drücken muss. Ich will halt immer noch unten und Sprung drücken, weil das eigentlich in so ziemlich allen Spielen so ist, dass man eigentlich immer unten und Sprung drücken muss, um ja, an solchen Sachen runterzuspringen, aber du musst nur unten drücken. Eine Schatzkiste. So, eine von den Türen ist, glaube ich, so eine kleine Todesfalle. Und zwar die hier. Da muss man nämlich schnell genug sein, nach links gehen. Und den Schatz holen. Ein Mannequin. Ich habe mich wohl mal gefragt, was ein Mannequin ist. Rechts, wenn man zu lange braucht, sieht man dann einen Totenschädel. So wie jetzt.
Mein Partner hat mich einfach denied. Und deswegen konnte ich nicht mehr in die Tür rein. Oh, eine gebratene Erdbeere. Ich wollte natürlich einfach nur demonstrieren, was da ist. Also den Totenschädel wollte ich natürlich zeigen. Ich kann euch ja nicht einfach hier einfach nur irgendwas sagen, ohne es zu demonstrieren. Ja, lassen Sie mich in Ruhe. Aber die Schätze haben wir noch, oder? Ich denke mal. Ja. Das Mannequin haben wir. Au! No, ich wollte mein... Gib mir meinen Popstar zurück. Nee, schnapp ich mir halt den hier. Was musste der Standard mir direkt auf den Kopf fallen und mir die Fähigkeit wegnehmen? Und das springt dann genau perfekt von allem weg, wo ich hin möchte. So, weiter oben war nichts. Dann hier weiter. Mal gucken, wie lange wir noch schaffen, die Fähigkeit zu behalten. Ah, hier war der Boss. Das Chamäleon. Cameo. Erstmal anschreien. Ja! Und? Chesto! Chesto! Jetzt habe ich leider nur keine Fähigkeit zum Weiterkämpfen. Aber der droppt ja zum Glück noch ein bisschen was. Das hat ja gut funktioniert. Kannst du mal was droppen? Kann ich den eigentlich schlucken? Oh ja, kann ich. So, weg. Gib mir mal Feuer. Sache ist aber, da hinten ging es noch weiter, ne? Moment, gib mir mal Schwert. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich brauche das hier nochmal hinten. Stimme ist so weird für Kirby. Ja. Ne, da brauche ich Hammer, wenn dann. Ja, da brauche ich einen Hammer. Oder Stein. Stein wird es wahrscheinlich auch regeln. Oder wir cheaten das. Moment. Muss ich mal kurz gucken. Von wo aus müsste ich denn dann schießen? Von der Tür aus nach rechts einfach. Mal gucken, ob ich das schaffe, das zu cheesen. Einfach outplayed. Der Sack. Ja, ich glaube, ich habe was gehört. Einmal kurz angepiekst und weg ist er. Ja, ich habe es einfach aufgeschossen. Geil. Einfach gecheased. Übrigens, wenn man das voll auflädt, hat man so einen kleinen Schutzschild um sich herum. Wie gesagt, so sollte man natürlich hier nicht hin. Problem ist, man braucht Stein, um da links dran zu kommen. Was ich jetzt gerade nicht habe. Aber kann man das nicht hier, glaube ich, sogar irgendwo hier drin? Schauen wir mal. Sonst wäre das jetzt sehr... Na gut, hier brauche ich Cutter und... Wobei, Moment. Moment, Moment, Moment. Da habe ich zumindest meinen Stein schon mal. Ich brauche ja gar nicht Cutter und sowas. Ich kann einfach hier durchschießen. Wir schießen einfach nochmal. Aber hier muss ich zwangsläufig das nehmen. Denn ich muss den Laser ablenken. Erstmal. Ich hätte den Stein aber mitnehmen können. Zack und zack. So, ein Königsmantel. Zack, zack und zack. Wir uns da erstmal einen Partner machen und uns gleich den Stein schnappen.
Und alles andere auf dem Weg nach unten auch noch. Einmal schön alles mitgefressen. So kommen wir jetzt einmal bis nach unten an den Schatz dran. So. Eine Goldkrone. Wie sieht's aus? Boah. Zwei Schätze fehlen hier theoretisch noch am Ende und ich glaube vier oder fünf noch am Anfang. So. Finden wir hier durch. Oder laufen durch. Hier bloß nicht angreifen, der Boden geht nämlich sehr leicht kaputt. Hier einen Hammer hinzubringen ist wirklich nicht einfach, ja. Vor allem, an einer Stelle brauchst du ja wirklich zwei Fähigkeiten, theoretisch. Und das ist auch nicht leicht, beide hinzukriegen. Dementsprechend ist es schön, wenn man hier und da ein bisschen was cheesen kann. Oh Gott. No! Ich wollte den haben. Moment. Nein, ich möchte erstmal nach oben. Hier ist nämlich noch zwei. Ich glaube, wahrscheinlich ist hier links und rechts noch die letzten beiden Schätze von dem Gebiet. War das das, wo ich die Kerzen ausmachen musste? Nee, das ist das, wo ich schnell sein musste. Nein! Das Problem ist leider, die Gegner respawnen halt eigentlich direkt, nachdem man... So. Nachdem man da mal kurz aus dem Screen geht. Das wird auch nichts. So. Ich darf mich eigentlich auch nicht treffen lassen. Das heißt, ich räume am besten hier jetzt mal die Gegner auf. Dass zumindest die hier in der nächsten Umgebung weg sind. Oh Gott, gerade so noch. Ein Mondschiff. Und ich sehe da unten noch ein bisschen Heilung. Also eigentlich war die Tür schon zu. Aber irgendwie hat das noch geklappt. So. Aber hierfür brauchen wir das Feuer jetzt noch nicht. Dann machen wir gleich erst. Nämlich für die Seite. Hier ist nämlich das genaue Gegenteil. Hier ist das Licht nämlich aus. Ich glaube, der Düsenjet könnte auch hier potenziell Licht machen. Aber dank des Lichtes sehen wir hier, dass der eine Tür ist. Mit einem Sonnenring. Perfekt. Ich sehe übrigens jetzt gerade, dass der Spiegelhelfer Reflexi heißt. Hier auch einen witzigen Namen. So, wir haben fast alles hier aus dem Turm. So, das heißt einmal nach oben und in der Mitte raus. Und wieder in den Haupteingang rein. Wobei, ich gehe vielleicht erstmal schon kurz speichern. Und dann gehen wir diesmal nach links, um dort den Rest noch zu holen. So. Und vielleicht tausche ich gleich noch mein Feuer mal aus gegen was anderes. Wenn hier mal was kommt. Früher war der Besen auch eine Fähigkeit. Da. Warum? So, hier, geh weg. Können wir auch das mal als Fähigkeit mitnehmen. Der Helfer ist eigentlich nur, um alles Stuff kaputt machen. Der hilft gar nicht. Und tschüss. Ein Sternchen-Diadem. Oder ein Stern-Diadem. Hier am besten nicht alles kaputt machen. Ist das? Okay, ist auch das erste hier in dem Gebiet. Die. Dann. Den Besen gab es auch nur in Dreamland 3, oder? Kann sein. Ich
meine, na doch, Dreamland 3 könnte das gewesen sein. Habe ich bisher auch noch nie gespielt. Ist auch auf meiner Liste für irgendwann mal spielen. Ja, ich brauche einen Stein. Oder einen Hammer. Ich mache mir jetzt auf die Stelle einen Stein oder einen Hammer, ja. Ich hatte natürlich alle Fähigkeiten, aber nicht Stein und Hammer. Ich kann was anderes mal ausprobieren. Ja, fast. Moment. Ja, fast. Moment. Ich habe auf jeden Fall vor, es noch zu spielen. Hier habe ich schon wieder das Rad, das will ich nicht. Inferno bringt mir leider auch nichts. Das macht keine... Das kann Schalter aktivieren. Anscheinend ist es sogar immer genau die gleiche Reihenfolge, wie an Sachen kommen. Was? Das wusste ich nicht, dass man da Schaden nehmen kann. Wenn man das einfach erwischt. Wenn ich sofort drücke, ist Feuer. Ja, wir spielen gerade ein bisschen Roulette. Ich muss eine von zwei Fähigkeiten kriegen. Yay. Okay, also wenn ich sofort drücke, ist der Lolli. Okay. Was? Achso, ich hatte den Fern, ich hab's nur gar nicht gesehen. In der Superkraft-Lolli. Wobei? Ach. Hier haben wir übrigens Wrestler. Schon wieder Wrestler. No! Jetzt habe ich ihn durch Wrestler ersetzt. Ah, bin wieder wach. Auch nicht so das Wahre. Stein! Nice! Endlich. Und den Stein nur noch behalten. Oh, eine kleine Kirby-Statue können wir auch machen. So. Können wir ja weitergehen. Hat ja zum Glück nicht lang gedauert. Bugsy, du bist auf dem Aufzug. So funktioniert das nicht. Oh, super, diese Figur. So. Ich glaube, hier brauche ich sogar Feuer. Wenn ich irgendwas anzünden muss, ne? Oder so. Das hat super funktioniert. Nein, lass mich näher. Bin ich tot. Nein! Geh da unten hin! Oh Gott. Ja, noch ein bisschen. Dieser Raum ist böse. Indeed. Oh Gott. So, lass mich auf der Seite einfach raus. Ich schätze, fehlen noch zwei. Nein! Als ob! Der da durchgeschossen hat, einfach der Sack. Nein! Ich brauche einen neuen Stein. Er hat einfach gesniped.
Kriege ich hier irgendwo einen Stein? Au. Dann holen wir uns mal einen neuen Stein. War hier nicht sogar irgendwo noch der Bonkers? Nein. Oh, das sah cool aus. Ja, hier war Bonkers. Nein! Warum muss der mit seinem letzten Schlag noch so weit nach hinten gehen? Ich gehe mal davon aus, dass er nochmal neu machen muss. Komm mal ein bisschen auf die Seite, weil ich einfach da hinten bleiben sollen. Weil ich ja den Raum verlassen habe, resettet er sich ja. Gehe ich mal davon aus. So, einfach hier durchlaufen. Sollte eigentlich der Laufangriff sein. So, Moment. Wieder hier bleiben und einfach angreifen. So, weg damit und schnell mitnehmen. So. Wobei, ist die andere Richtung jetzt vielleicht schneller? Denke ich mir da gerade.